Quantenheilung und Quantenenergie sind wissenschaftlich belegt. Ja, da könnte ich gar nicht oft genug auf den Roten draufhauen. Nein, Quantenheilung im Sinne von, dass irgendwie die Verbindung zwischen irgendwelchen Energiefeldern uns vor der Krankheit schützt, ist leider nicht belegbar. Das Problem ist leider, dass damit Versprechungen gemacht werden, dass damit Geld verdient wird und dass natürlich auch die Seriosität der sozusagen echten Wissenschaft in Mitleidenschaft gezogen wird. Weil wenn wir als eine Stimme, als Wissenschaftler als eine Stimme von vielen sind, dann ist irgendwann ein Fakt von einer frei erfundenen Schwurbelei kaum mehr zu unterscheiden. Hi, mein Name ist Dorian, ich bin Quantenphysiker und gemeinsam werden wir heute die größten Quantenmythen debunken. Die Schrödinger Katze ist wirklich lebendig und tot zugleich. Ja, das ist ein Fall für den gelben Buzzer. Nicht ganz falsch, nicht ganz richtig. Die Quantenmechanik erlaubt solche Überlagerungszustände, wo sozusagen die beiden Möglichkeiten irgendwie gleichzeitig existieren, allerdings nicht, wenn man eine Messung durchführt. Sobald man eine Messung durchführt, entscheidet sich das System, das man untersucht, ob es entweder jetzt zum Beispiel in dem Fall der Katze eine tote Katze ist oder eine lebendige. Das heißt, da ist nichts Verschwommenes oder irgendwie Unscharfes in der Realität. Immer wenn ich hinschaue, immer wenn ich mit dem System interagiere, ist es entweder das eine oder das andere. Quantencomputer können alles sofort entschlüsseln. Ja, das stimmt leider nicht. Quantencomputer sind sehr gut für eine bestimmte Verschlüsselungsart. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass diese Verschlüsselungsmethode sehr häufig ist und tatsächlich einen Großteil der Verschlüsselung heute ausmacht. Das heißt, sich zu überlegen, wie man trotzdem sicher ist in einer Zeit, wo Quantencomputer ein Thing sind, ja, ist trotzdem eine gute Idee. Quantenmechanik ist nur eine Theorie. Sie könnte falsch sein. Ja, das ist richtig. Insofern jede Theorie irgendwie falsch sein könnte, sie muss jedenfalls so konstruiert sein, dass sie falsifizierbar, also widerlegbar ist. Das hat der Karl Popper, unser großer österreichischer Wissenschaftsphilosoph, schon so verlangt. Tatsächlich ist aber die Quantentheorie eine wahnsinnig gut überprüfte Theorie. Das Problem ist aber auch die Relativitätstheorie, die ja auch sehr, sehr gut überprüft ist, ist so eine Theorie, auf die wir eigentlich nicht verzichten wollen. Jetzt ist das Problem, dass die beiden nicht so wirklich kompatibel sind. Das heißt, die Quantentheorie ist sicher nicht das letzte Wort der Physik. Quantenmechanik kann alternative Realitäten oder das Multiversum beweisen. Ja, beweisen ist nein. Dass es in der Quantenmechanik manchmal sozusagen parallele Welten gibt, wäre eher ein Gelber. Das ist irgendwie halb richtig, denn in der Quantenmechanik gibt es eben Überlagerungszustände, die aber verschwinden. Immerhin haben wir noch nie einen Fußball links und rechts von irgendeinem Torkeeper ins Goal fliegen sehen. Das heißt, was passiert da? Und eine Antwort ist eben zu sagen, ja, jede dieser beiden Möglichkeiten, Ball fliegt rechts und Ball fliegt links, passiert irgendwie gleichzeitig, aber jeweils in einem Universum, sodass wir immer nur eine Version davon sehen. Das Blöde ist, so wie in Marvel, von einem Multiversum zum anderen hopsen und dort irgendwelche lustige Waschbären zu treffen, das geht leider so oder so nicht. Dementsprechend ist es nur eine Halbwahrheit insgesamt. Und beweisen lässt sich ohnehin überhaupt nicht. Quantenverschränkung bedeutet sofortige Kommunikation. Das ist leider eindeutig falsch. Wenn man sich das mit Quantenmünzen vorstellt, deren Ergebnisse dann stärker miteinander korreliert sind, als wir das in der klassischen Physik erlauben würden. Also zum Beispiel würde ein Kopfergebnis immer ein Kopfergebnis bei einer anderen Münze nach sich ziehen. Das Problem ist aber, Kommunikation geht damit nicht. Also ich kann nicht damit irgendwie morsen, ja, über Lichtgeschwindigkeit schnell. Das liegt im Wesentlichen daran, dass ich nicht beeinflussen kann, wie die einzelne Münze fällt. Ja. Ich kann nur sagen, wenn sie Kopf zeigt, dann zeigt die andere auch Kopf zum Beispiel. Beobachtung beeinflusst die Realität. Ja, das ist ein typischer gelber Buzzer, würde ich sagen. Da muss man eigentlich über Realität und über Beobachtung sprechen. Die Realität ist etwas, womit sich eigentlich die Philosophie befasst und nicht die Physik. Ja. Beobachtungen im Sinne von Interaktion, also eines quantenmechanischen Systems mit größeren Systemen, wie zum Beispiel Messgeräten, lässt diese Quantumness, ja, diese Quanteneigenschaften verschwinden und dann verhält sich das System so, wie man es sozusagen in unserer Alltagsintuition erwarten würde. Das heißt, die Realität, die sich da verändert, ist eigentlich
nur dass sich durch die Interaktion die Quantenwelt, wie das sich sozusagen unsere Alltagswelt irgendwie anpasst. Quantenmechanik widerspricht der klassischen Physik. Ah, nein. Direkt widersprechen tut sie ihr nicht. Was aber sehr wohl der Fall ist, ist, dass die Quantenmechanik unserer Intuition widerspricht. Ja? Wir haben eine Intuition, die sich an großen Objekten irgendwie orientiert, oder? Und sozusagen die Intuition verlässt uns ja schon, wenn wir über Galaxien und riesig große Objekte sprechen. Und genauso verlässt sie uns, wenn wir im Mikrokosmos sind. Und es wäre aber andererseits auch überraschend, wenn für eine Galaxis dasselbe irgendwie gelten soll, intuitiv, wie für ein einzelnes Atom. Quantenphysik ist reine Theorie ohne praktische Anwendungen. Ah, ganz deutlich der Rote. Die Quantentheorie steckt quasi in dem Gerät, mit dem ihr gerade dieses Video schaut, weil die Halbleitertechnologie auf quantenmechanischen Prozessen basiert. Sie ermöglicht den Laser und sie ermöglicht das GPS, also ohne dem wäre eure Satellitennavigation unmöglich. Kurz gesagt, Quantenmechanik ist eigentlich überall. Allerdings nur irgendwie in einer versteckten Variante. Woran gerade Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten, ist, dass sie die ganz sozusagen Hardcore-Quanteneffekte wie Verschränkung oder Superposition selber benutzen, um damit zum Beispiel Technologien wie Kryptographie oder genauere Messtechniken etc. zu erforschen. Das heißt, die zweite Quantenrevolution ist also wirklich im vollen Schwung schon. Quantenphysik ermöglicht Teleportation. Ja, wenn damit Quantenteleportation gemeint ist. Quantenteleportation hat leider nichts mit Raumschiff Enterprise und Scotty zu tun. Es wird also nicht Materie transportiert, sondern eigentlich nur der Quantenzustand. Den kann man sich wieder mit unseren beiden Münzen von vorhin vorstellen. Nehmen wir an, eine Münze ist gezinkt, das heißt, sie landet öfters auf zum Beispiel Kopf als auf Zahl. Und die andere ist fair, also da ist es immer 50-50. Durch das Teleportationsprotokoll kann ich jetzt die Verzinktheit von der einen Münze auf die andere kontaktlos übertragen. Das heißt, jetzt wird die genauso oft ungleichgewichtet quasi auf Kopf landen wie die davor. Die original gezinkte Münze ist jetzt dadurch fair geworden. Das heißt, es ist wirklich von hier nach da gewandert. Das funktioniert und das ist auch an sich schon praktisch, zum Beispiel für Quantencomputing. Es ist natürlich nicht so cool wie jetzt Scotty Beam Me Up. Quantensprünge bedeuten eine große Veränderung. Ja, tun sie leider nicht. Quantensprünge im Alltag sind so komplett neue Dinge. Ne? Wenn die Technologie einen Quantensprung gemacht hat, dann betreten wir Neuland. In der Physik selber ist ein Quantensprung meist die kleinstmögliche Änderung, die ein System machen kann, die sich sozusagen sprunghaft dann vollzieht. Also das System ist im Zustand 1 und dann danach im Zustand 2, aber es ist eigentlich keine Zeit dazwischen vergangen. Also springt drüber, darum der Name. Meistens sind die Änderungen im Sinne von Energie wahnsinnig klein, die bei so einem einzelnen Quantensprung passieren. Daher ist das eigentlich eine Missverwendung. Superposition bedeutet, dass etwas gleichzeitig wahr und falsch ist. Dieses Statement ist gleichzeitig wahr und falsch, weil im Endeffekt Superposition eben Überlagerung bedeutet. Das heißt, wenn ich vor einer Messung frage, ist mein Teilchen hier oder da, dann ist es vor der Messung nicht klar. Aber wenn ich nachschaue, werde ich eben sehen, es ist entweder da oder da. Ich werde nie einen verwaschenen Zustand sehen. Wir sind alle durch Quanten miteinander verbunden. Ja, klingt schön, ist aber leider trotzdem falsch. Auf den Skalen von ganzen Menschen sind die Quanteneffekte so klein, dass wir weder vorhersagen noch messen können, ob irgendwie eine Verbindung zwischen Menschen wäre. Sie könnte aber auch zum Beispiel wegen dem, dass man keine Signale schicken kann mit zum Beispiel Verschränkung, auch nicht irgendwie zur Telepathie oder so weiter verwendet werden können. Das heißt, klingt schön, ist aber leider eher Unsinn. Die Quantenmechanik oder die Quanten insbesondere verbinden allerdings tatsächlich Menschen, insofern Forschung in Gruppen passiert, Quantenforschung in Gruppen passiert, wo Menschen aus verschiedensten Herkünften, verschiedensten Backgrounds an den Geheimnissen der Quantenphysik forschen. Auch hier in der Uni Wien gibt es eine große, lebendige Forschungscommunity in der Quantenphysik. Das bringt dann wirklich Menschen zusammen.